Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario's Origami King. Ist mir ein bisschen her, seit wir das letzte Mal gespielt haben, weil Weihnachten einfach dazwischen kam. Eigentlich wollte ich das Spiel ja in diesem Jahr noch beenden, habe ich aber nicht. Und wir gehen heute auf jeden Fall die beiden restlichen Tempel hier ab, die wir noch nicht haben. Da können wir jetzt rein, weil wir das Eisbergebeton haben. Und ich bin sehr gespannt, was ihr auf uns wartet. Hallo, kleiner Toad. Dies ist die Prüfung der Weisheit. Bewältigt ihre drei Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Okay, let's go. Kann ja nicht so schwer sein. Prüfung der Weisheit, hier komme ich! Nein, ist das ein Quiz oder was? Oh geil, sowas gab es in alten Paper Mario Teilen auch. Da war die richtig witzig, da gab es so einen Quizmaster, mal gucken, ob es hier auch einen gibt. Hä, was sind die Zeichen da? Ist das hier etwa gut oder schlecht? Gut oder böse, richtig oder falsch? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht? Entscheidet innerhalb der Zeit, ob die Sätze, die ihr hören werdet, wahr sind oder falsch. Vier Panzerkugeln fügte Mario in der Pforte des Erdbeergebotor-Tempels ein, um sie zu öffnen. Waren das vier? Ja, es waren vier. Oder war es fünf? Nein, es waren fünf, ne? Warte mal. Okay, die Zeit bleibt stehen. Man kann also nochmal überlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das fünf waren und nicht nur vier. Ne, ich wechsle nochmal auf den rechten. Dankeschön. Und die Antwort war... Ne. Oh Gott, ist ja wie bei Takeshis Castle. Es war falsch! Was? Die Prüfung ist lang. Verlasst diesen Tempel, sammelt eure Weisheit und kehrt dann zurück. Hä, war das doch nur vier? Ich war mir ziemlich sicher, dass das fünf waren, dass das einfach so eine Stern ergibt. Hä? Okay, ich bin ja richtig retarded anscheinend. Okay, whatever. Nochmal. Leute, es waren nämlich doch fünf. Hab ich doch gesagt. Wieso war das dann im Quiz falsch? Ich habe wieder falsch gelesen, kann das sein? Ich wusste, dass das fünf sind. Bin ich gespannt, ob die Aufgaben dieselben sind. Oh nee. Drei Luftschlangen habt ihr bis jetzt gelöst. Drei? Waren das drei oder waren das vier? Oh Gott, ich weiß es doch alles nicht. Ja, das waren drei. Oder? Oh Gott. Aber das ist wie bei Takeshis Castle oder wie bei Fall Guys hier. Ja, es waren drei. Genau, zwei fehlen nämlich noch. Wusste ich's doch. Korrekt. Ihr habt bisher die rote, die blaue und die gelbe Luftschlange gelöst. Also insgesamt drei. Gut gemacht. Schreite nun vor. Oh Gott, okay. Mann, ja, das kommt davon, wenn man dieses Spiel so lange immer nicht spielt und mit so vielen Pausen dazwischen, dann kann man hier auch die Frage nicht richtig beantworten. Zweite Aufgabe. Eine Tonne Eisen ist schwerer als eine Tonne Wolle. Nein, und das kennt man ja. Eine Tonne bleibt eine Tonne, egal aus welchem Material das ist. So, dann bin ich auch nicht. Wow, wow, ab durch X, yeah. Wow, war richtig. Ich bin ja richtig krass. Wieder korrekt. Eine Tonne ist eine Tonne. Die Dichte der beiden Materialien spielt ja keine Rolle. Genau, das macht nur einen Unterschied, wenn die Sachen runterfallen. Und zwar nur dann, wenn es keinen Luftdruck gibt. Oh Gott, es gibt jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Das ist natürlich böse. Sprecht mit allen drei Figuren und wählt dann diejenige, die die Wahrheit sagt. Die Wahrheit sagt. Hallo? Belügt, ich sag es dir, belügt. Nein, sieh es am Lügen. Sieh es, ich sag's dir. Ach, ich sag die Wahrheit. Jetzt wirklich. Ich meine das voll Ernte. Na, wenn er die Wahrheit sagt, dann wird das schon stimmen. Ja, ich bin für C. Ich habe schon wieder vergessen, was B gesagt hat. Egal, C hat gesagt, er sagt die Wahrheit. Dann wird das schon stimmen. Wird schon stimmen. Auf geht's in die C. Scheiße. Hätte ich vielleicht doch mal überlegen sollen. Ach Mann, ja, ich bin halt einfach retarded. Die Bootstour den Fluss hinunter endete an einem Ort, der sich die Herbsthöhe nennt. Warte mal. Ich brauche mal kurz ein bisschen Zeit. Herbsthöhe? Wir sind ja irgendwann mit dieser Gondel gefahren. Und war das die Herbsthöhe? Ja, gell? Das heißt, das Ende der Bootstour war nicht die Herbsthöhe, sondern das war eine andere Höhe. I guess, ja, okay, gut. Also wollte ich während Fragen. Ich habe jetzt natürlich zweimal extra verloren, damit wir mehr Fragen machen können. Genau, der Krepppapier Canyon war nämlich den Fluss hinunter, richtig. Alles hier, damit wir sehen, dass es hier ganz viele Fragen gibt. Ja. Nicht, weil ich dumm bin oder so. Ich will euch einfach nur mehr Content bieten, wisst ihr? Der Panoramaberg hat viele Hügel. Die Anzahl an auf- und absteigenden Hängen oder Hügel ist exakt gleich. Was war die? Ich verstehe diese Frage nicht mehr. Warte, es gibt... Ja, der Hügel gibt's immer einmal, aber es gibt einmal einen Aufstieg und einmal einen Abstieg, je nachdem, von welcher Seite man kommt. Also gibt es mehr Auf- und Abstiege, als es Hügel gibt, nicht wahr? Hä? Warum einfach? Ich bin amüsiert von meiner Dummheit. Ich kann übrigens für 3000 Münzen die Prüfung leichter machen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich bin ein bisschen geizig. Nein, wir lassen das schön so, wie es ist. Halt, stopp!
Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Die Wandzeichnung im Erdgeschoss des Panoramaturms zeigt einen Pilz und einen Apfel. Digga, das ist so lange her. Was für ein Panoramaturm? Was für Pilze? Ja, Pilze waren, da war da auch ein Apfel bei. Nee, das war kein Apfel, ne? Das war eine Banane, I guess. Ich glaube, das war eine Banane. Oh Gott. Junge, das ist einfach mehrere Monate her. Ja, aber scheinbar richtig. Was war's? Genau, eine Banane. Guck mal, ich hab's sogar einfach im Kopf gehabt. Oh, ich bin... Manchmal... Warum merke ich mir überhaupt sowas? Ich raff's nicht, aber gut. Das ist ja der witzigste Turm hier aller Zeiten. Wenn man bei einem Marathon den 6., 5. und 4. Läufer überholt, ist man Dritter. Wenn man den 4. überholt, dann ist man... Nee, dann ist man Vierter. Man ist Vierter, du Volldepp. Man ist nicht Dritter. Yo, Bro. So behindert bin ich nicht. Nee. Aber wie viele Fragen die einfach haben, ist ja unfassbar. Okay, diesmal denke ich hier auch nach und vertraue nicht dem, der sagt, ja, ich bin's, ich hab recht, ja. Ich sage die Wahrheit, B sagt die Wahrheit, okay? Was sagt A? A sagt, C lügt. Und wenn C lügt, der sagt, B lügt. Okay. Also, A sagt, C lügt. Wenn wir davon ausgehen, dass A die Wahrheit sagt, dann sagt C nicht die Wahrheit. Und wenn C nicht die Wahrheit sagt, dann sagt B die Wahrheit. Ja, also es kommt alles darauf an, ob A die Wahrheit sagt oder nicht. Aber das kann ich nicht rausfinden, weil... Ist halt so. Ich vertraue dem, der die Wahrheit sagt. Ja, hä? Gibt's da irgendeine andere Methode? Blau for the win! Hä? Was war jetzt richtig? Dann war... Wenn man das jetzt umdreht, dann war ja... Dann hat A die Wahrheit... Nee. Man hätte durch A durchgehen müssen. A hat gesagt, C hat gelogen. Leute, ich raste halt gar nicht. Ich bin einfach zu doof für dieses Spiel. Yay, yeah, noch mehr Fragen. Die müssen ihn aber noch irgendwann ausgehen. Irgendwann ist dem Typen das bestimmt zu blöd oder lässt mich einfach durch. Ja, ja. Der Name von Kapitän Theos U-Boot lautet MS Peach. Nein, natürlich nicht. Die MS Peach ist ein eigenes Schiff. Lautet Marino, richtig. Die Marino, die gute Marino. 12 Leute fahren in einem Bus. Wenn 5 der Fahrgäste aussteigen, sind noch 7 Leute im Bus. Ja, 5 steigen aus. 12 minus 5 ist 7. 12 Leute fahren in einem... Ja, ist richtig, oder? 12 Leute. 12? Einer steigt aus ins 11. 10, 9, 8, 10. Ja, das stimmt schon. Also, wenn das jetzt falsch ist... What? Hä? 12 Leute fahren in einem Bus, 5 Leute steigen aus, 12 minus 5 ist 7. Dude, der verarscht mich doch. Oh, ich bin dahin gegangen, dass es falsch ist, oder? Ah, warum bin ich so retarded? Bin ich wirklich auf das X gegangen? Nee, oder? Hey, ich bin richtig verwirrt. Nee, bin ich doch gar... Das muss ich mir im Schnitt nochmal angucken. Ich raff gar nichts mehr. Im Schokoland gibt es Fotostudio, Turm und Theater. Von all diesen Orten ist das Theater am größten. Was meinen die mit am größten? Also am breitesten und so ist das Theater am größten. Ja, und man konnte auch 3 Etagen hoch. Ja, ey, komm, das wird stimmen. Das Theater ist schon das größte. Doch, der Turm oder was? Das Theater hatte 3 Stockwerke oder was? Und es war direkt in der Mitte und hat doch alles überragt. So langsam zweifle ich an meinem Paper Mario-Wissen. Und allgemein an meiner... Intelligenz. Oh mein Gott. Aber nein, ich werde keine 3000 Münzen für diese Scheiße ausgeben. Ich hätte gedacht, wir werden heute die beiden Tempel schaffen, aber so wie ich das hier gerade sehe, kriege ich ja nicht mal den hier hin. Okay, gerade kam nochmal die Frage mit dem Turm und Shogunland und so. Und jetzt will ich mal wissen, was wirklich am höchsten war. Muss ja dann der Turm gewesen sein. Das Shogunland wurde genannt und das ist natürlich größer als jede einzelne Attraktion. Oh mein Gott, das ist doch eine Scherzfrage. Das ist ja richtig gemein. Kann doch nicht sein, dass... Solche... Mann. Okay, so diese dritte Aufgabe kriege ich trotzdem nie hin. B ist der Lügner. Ich bin nicht der Lügner. A ist der Lügner. Okay, C sagt A ist der Lügner. B sagt quasi auch, dass A der Lügner ist. Und ich muss rauskriegen, spreche mit allen 3 Figuren und wähle dann diejenige, die lügt. Ach so, ich habe es gar nicht richtig gelesen. Ich habe das nicht richtig gelesen, deswegen war es davor immer falsch. Ich habe den genommen, der die Wahrheit gesagt hat. Und dann war das nämlich doch immer richtig. Aber ich soll den herausfinden, der sagt, dass er lügt. Please, bitte. Und bitte lass das auch die letzte Frage gewesen sein. Ah!
Oh, ich bin so smart. Einfach mal die Fragen richtig lesen. So viele Flüchtigkeitsfehler. Oh mein Gott. Genau wie in der Schule. Oh, das ist sowas von 5 Minus hier gewesen. Aber du hast die Prüfung der Weisheit bestanden. Eure Taten sollen nun gehuldigt werden. Yeah, Huldigung, 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 Huldigung. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht, hast du gut. Okay, langt jetzt auch. Huldigung abgeschlossen. Nimm dir die Kugel entgegen. Yeah, die Kugel der Weisheit ist mein. Denn ich bin so klug. K-L-U-K, ich bin so klug. K-L-U-K, ich bin so klug. Let's go! Die habe ich mir redlich verdient. Weil ich so klug bin. Weil ich so klug bin, so toll bin, so hübsch, tralala. Yes! Das hat viel zu lang gedauert. Viel zu lang! Diese verdammte Prüfung, die will ich nie wiedersehen. Schließe die Tore! So, da kann nie mehr jemand rein. Die Weisheit gehört mir. Tja, machen wir jetzt noch den letzten Tempel. Der kann halt übelst lang dauern. Wir gucken mal, was es für eine Aufgabe ist. Wenn es eine ist, die nicht allzu lange dauert, dann machen wir die auch noch in diesem Video. Aber ich bin gerade ein bisschen demotiviert von dem zweiten Tempel gewesen, muss ich sagen. Dies ist die Prüfung des Mutes. Bewältigt ihr 3 Etappen und eine heilige Kugel sei erlohnt. Okay, Prüfung des Mutes kann ja nicht so schwer sein. Mal gucken. Ist ja denn, wir müssen wieder kämpfen, weil kämpfen habe ich... gar keinen Bock. Oh, so, du Tempel, wir haben keine Angst vor dir. Zeig uns, was du drauf hast. Wir... Hä? Ich dachte, wir müssten uns auf sonst was gefasst machen, aber das ist ja nur ein luppiges Seil. Ja. Wenn wir die Prüfung des Mutes beginnen, trete näher. Dieses Seil ist an etwas festgebunden, das schon bald auf euch herabfallen wird. Okay, also folgendes, ich muss hier gleich das Seil greifen. Und wenn ich das Seil loslasse, dann wird etwas auf mich runterfallen. Und das Ziel ist es, den Gegenstand wieder aufzufangen, also das Seil wieder festzuhalten, sobald der Gegenstand unter diesem roten Pfeil ist. So, wir probieren das jetzt mal aus. Wahrscheinlich fällt er mir wieder auf den Kopf, so wie ich mich kenne. Fertig? Go! Und wir sagen, das geht sehr, sehr schnell. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Sound achten. Oh Gott, wie lange dauert das? Ich habe eigentlich recht gute... Ja? War gut, oder? Ist schon da unter. Nice. Das haben wir geschafft. Eigentlich habe ich gute Reflexe und sowas. Das war ja einfach. Ja, gut gemacht. Auf zur nächsten Etappe. Lol. Okay, ja, diesmal ist der rote Pfeil ein bisschen weiter unten. Okay, let's go. Man weiß halt, das Seil diesmal ist auch nicht so lang. Nein, viel zu früh, viel zu früh, viel zu früh. Mann, nein! Gar nicht so viel, viel zu früh. Aber ein bisschen zu früh. Doch, oh, hat geschafft. Das hat gelangt. Wie gut bin ich denn? Ja, klar, war alles so geplant. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, Leute. Nicht höher, als es muss. Das war alles so geplant. Was ist das für ein riesiger Seilhaufen da? Willst du mich verarschen? Jetzt kommt da bestimmt irgendwie ein Toad oder sowas runtergeflogen. Das könnte ich mir vorstellen. Let's go! Oh, okay, erstmal ganz langsam. Und dann kommt es wahrscheinlich relativ schnell. Man hört ihn schon, man hört ihn schon, man hört ihn schon. Jetzt geht's richtig schnell. Au. Kommt einfach ein Thwomp runter. Eine erschlagene Niederlage. Verlasst diesen Tempel, fasst neuen Mut und kehrt dann zurück. Okay, wieder beim Thwompy-Wompy. Ich werde es jetzt mit Augen zumachen tatsächlich, denn ich habe ja eben die ersten beiden Etappen nochmal machen müssen und da ist so ein Sound-Clue, den werdet ihr wahrscheinlich auch gleich hören. Und wenn der erscheint, dann werde ich aufhören zu greifen. Sollte eigentlich gut gehen, weil der Thwomp ist ja so schnell, da muss man gar nicht drauf achten, ob er da ist. Das muss ich aber mal genau hinhören. Okay, das Soundclue kam doch nicht. Aber das sollte geklappt haben. Ja, oh, aber knappi. Oder? Ja, okay. Hä, wieso? Da kam dieses Ding nicht. Das kam bei den beiden anderen. Okay, ich hätte es gedacht, egal. Hat ja funktioniert. Prüfung des Mutes bestanden. Eure Tat soll nun gehuldigt werden. Da, Huldigung, Huldigung, Huldigung. Ja, ja, du bist der Tollste. Klatsch, 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 klatsch. Super, 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 super. Toll, 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 toll. Huldigung abgeschlossen. Auf zur Kugel. Die Kugel des Mutes gehört nun mir. Let's go, die Animationen so lang. Ich nehme die Kugel des Mutes entgegen. Merci. So, damit haben wir alle 3 Kugeln. Und mit diesen 3 Kugeln können wir jetzt natürlich zu diesem Turm dahin gehen, der an der Oberfläche ist.
Und ja, können da rein. Und dann die vierte Luftschlange lösen. So, wie ich das verstanden habe. Let's go! Ja, also der zweite Tempel hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, aber der dritte ging ja eigentlich voll klar. Also da habe ich es bei dem zweiten Versuch einfach geschafft. Alles easy. Und hier war es auch gut. Hier haben die dir angeboten, ob du für 3000 das einfacher machen willst oder nicht. Oh, was war das denn? Das konnte man bei dem Eispack-Inventar ja zum Beispiel nicht machen, Leute. Da kommt einfach ein riesiger Blooper, wenn man zu nah an die Wand geht. Alles klar. Und da ist unsere Insel, an die wir rangehen wollten. Und Täschchen. Naja, wie dieser Turm aussieht und was da drin ist und überhaupt, werden wir es beim nächsten Mal angucken natürlich. Schöner Cliffhanger, deswegen bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an alle Kanalmitglieder, die jeden Monat mir Geld reinbuttern, damit hier regelmäßig Videos kommen. Danke an die. Kommt auch gleich nochmal eine coole Endcard. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.